Hallo, wir begrüßen euch. Wir sind die Klapperkinder aus Bitburg. Los. An Karfreitag und Karsamstag läuten die Kirchenglocken nicht. Wir rufen dabei it legt bad clock. Wir wünschen euch frohe Ostern. Weltklock, Hunadach, Ivermoor aus Osterdach. Ihr leid, the bad clock leid. Ihr leid, the bad clock leid. Ihr leid, the bad clock leid. Das Glock lockt. Nicht mal und zweit mal.
Johann. Hallo, wir sind die Klapperkinder aus Bitburg, St. Peter und Liebfrauen. Wir machen auch in diesem Jahr wieder bei der Osterklapperaktion mit. Dabei ersetzen wir das Läuten der Kirchenglocken. Diese läuten im Gottesdienst zu Gründonnerstag nach dem Gloria-Lied nicht mehr. An den Kartagen, an denen die Christen an den Kreuzweg und an das Sterben von Jesus denken, schweigen die Glocken. Erst zum Auferstehungsgottesdienst in der Osternacht kann man wieder das hässliche Geläut hören. In dieser Zeit dazwischen klappern wir mit unseren großen und kleinen Klappern aus Holz an Karfreitag um 7 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr. Und an Kar-Samstag um 7 Uhr und um 12 Uhr. Dabei rufen wir morgens um 7 Uhr ganz laut, et lädt bad clock. Mittags um 12 Uhr rufen wir, et lädt mettig. Und abends, et lädt ovend. In diesem Jahr ist die Aktion genauso wie im letzten Jahr schon mit Corona-Einschränkungen. Alle klappern alleine oder mit Geschwistern, zu Hause, vor der Tür, im Garten, aus dem Fenster oder anders. Wir sammeln nicht für die Messdienerkasse, sondern für die Initiative Bitburg für eine solidarische Welt e.V. für den Bau von einer Krankenstation in Nkumis. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in diesem Jahr diese Tradition des Osterklapperns durchführen können, auch unter besonderen Bedingungen. Frohe Ostern! Die Klapperaktion hat eine lange Tradition in Bitburg. Wir sind sehr froh, dass wir trotz Corona-Pandemie diese Aktion durchführen können, auch in diesem Jahr. Ein herzliches Dankeschön gilt euch, liebe Klapperkinder, für den tollen Einsatz und euch, liebe Eltern, für die super Unterstützung. Wir unterstützen mit dieser Aktion ein Projekt der Initiative Bitburg für eine solidarische Welt, besonders Nkumise Sud, wobei ein Gesundheitsprojekt unterstützt wird. Wer etwas spenden möchte, kann das tun durch den angezeigten Bankhinweis mit dem Stichwort Kinderhilfe. Alternativ ist es auch möglich, eine Spende im Pfarrhaus Rathausplatz 8 abzugeben. Vielen Dank.